Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Serie 2 meiner Warptorio Serie. Und ich habe hier mal all unsere Erzfelder abgebaut, all unsere Außenposten. Denn wir sind schon fast 15 Stunden hier. Wir haben einen konstanten Anlauf an Aliens. Wir haben auch unsere Forschung fast durch. Das hier ist die letzte vor den Unendlich-Forschungen. Und das Einzige, was wir hier in dieser Serie noch ausprobieren wollen, ist das hier. Das Besiedeln eines Heimatplaneten. Aber dafür brauchen wir wiederum einen Planeten, der, ich würde sagen, so ähnlich aussieht. Sehr viel Grün, wo es uns gefällt, wo wir die Verschmutzung einigermaßen in Schach behalten können und hoffentlich ein normaler Planet wie dieser hier. Wir werden sehen, was sich findet. Ein Zwergplanet ist nicht unbedingt das, was uns weiterbringt. Darum denke ich, ziehen wir weiter, bis wir einen normalen wir könnten nun auch Homeworld auswählen. Mal sehen, was wir da bekommen. Ein Dschungelplanet ist auch nicht unbedingt das, was wir wollen. Hat zwar viele Bäume, aber es ist recht mühsam, sich da zwischen den Bäumen durchzukämpfen. Drum ziehen wir auch hier weiter, denn wir wollen wirklich einen Planeten, wo wir uns niederlassen können, der unsere Bedürfnisse für einen Heimatplaneten auch auf lange Sicht erfüllt. Zumindest bis zum Ende von dieser Folge oder wahrscheinlich zum Ende dieser Serie. Ein durchschnittlicher Planet, das sieht schon etwas besser aus, aber hier haben wir immer noch etwas sandigen Untergrund. Nicht unbedingt das, was ich möchte, aber ich denke, wir können hier schon mal unsere Harvester platzieren und schauen, dass wir da etwas an Ressourcen rankommen, um zumindest diese Forschung fertig zu machen. Denn wir haben zwar Fortschritte gemacht seit dem Beginn dieser Episode. Wir haben bei 10% begonnen, sind nun fast bei einem Viertel, bei 25%. Irgendwann werden uns die Ressourcen, die Erze ausgehen und dann ist vorbei mit der Forschung. Bisher habe ich eigentlich nur die Erzfelder da direkt bei der Basis gesehen, welche zumindest teilweise unter der Basis liegen. Okay, hier haben wir Kupfer.
Öt. Nummer 1. Da unten ist etwas Öl. Wie viel? Nicht wirklich viel. Vielleicht finden wir was Besseres. Natürlich die Erzfelder hier, die können wir dann direkt anschließen. Da unten haben wir... Ah, da sieht Öl etwas besser aus. Nochmals Kupfer. Fehlt uns ein Eisenfeld. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch um die Nester kümmern, die uns hier im Weg stehen. Wenn es solch kleine Nester sind, ist das keine große Sache. Da rennen wir einfach mal durch und weg sind sie. Dann größer werden und vor allem die Beißer und die Spucker auch größer sind. Dann ist nicht mehr ganz so einfach. Dann muss auch ich schauen, dass ich nicht allzu viel Schaden nehme. Da wäre Eisen, aber das ist halb im Wasser. Ich habe zwar irgendwo eine Kiste mit Landfill, aber hier das Eisenfeld, das sieht besser aus. Gut, haben wir das gemacht. Mit den Exoskeletten hier auf der Plattform bin ich einfach zu schnell unterwegs. Teleporter brauchen wir für Öl. Und hier machen wir nochmal Eisen. Das ziehen wir dann nach oben durch. Müssen wir dann auch Verteidigung ran machen. Dann brauchen wir Kohle. Kohle machen wir hier rein. Weiter drüben. Sehr schön. Und dann das heißt hier. Das Außen an der Kohle hoch. Ist ganz nach oben.
es dann in unseren Nordostturm reinfüttern. Sehr gut. Eisen und Kohle sind dran. Dann werden wir Stein brauchen. Ziehen wir hier so hoch und machen den hier ganz am Rande durch. Dann darüber. So, als hätte ich einen Roboter verloren. Und dann Kupfer. Da machen wir das wieder gleich wie beim Eisen. Sammle das zweimal mit Rot ein, von hier. Dann hier gehen wir auf Blau. Dann einmal Strom dran. Hier außenrum bis ganz nach oben. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist etwas Öl von da unten. Aber vielleicht mache ich zuerst noch ein paar Lasertürme ran. Um sollte das gut sein und dann rasch nach unten rennen. Die meisten sind hier oben drin. Hier noch einen. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen besser sehen. Oh.
der Abrissplaner für alles außer Bäume. Dann machen wir doch hier noch einen für nur Bäume und Steine. Können wir nämlich den hier in die Mitte reinpacken. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen mit den Untergrundrohren arbeiten. Hier mal verbinden, da mal verbinden, einmal, zweimal, dreimal. Hat alles Strom. Hier unten das Verteidigung ran, da Verteidigung ran. Das läuft nun alles. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Wasser. Haben wir doch hier irgendwo eine Pumpe? Ja, habe ich sogar zwei. Dann machen wir hier doch mal sowas in der Richtung. Öl. Und zack. Sehr gut. Das sollte unsere Vorräte wieder auffüllen, all unsere Raffinerien laufen, auch hier unten sind wir wieder am Laufen. Sehr schön, das gefällt mir. Wie sieht es im Keller aus? Auch hier haben wir wieder Erze anlegen. Kohle sind wir noch am Auffüllen, denn da haben wir einiges verbraucht. Da wir ja kein Öl mehr hatten, lief unsere ganze Kunststoffproduktion über Kohle. Aber das wird sich bald wieder eindränken. Denn sobald wir hier mit Kunststoff vollgelaufen sind, werden wir hier unten praktisch nichts mehr benötigen. Also, wir werden sehen. Vielleicht war meine Aussage, dass dies die letzte Folge sein könnte, etwas verfrüht, aber ich denke, wir nähern uns definitiv dem Ende. Was ich wahrscheinlich übersehen habe, hier auf die Heimatwelt können wir natürlich nur gelangen, wenn wir uns irgendwo niedergelassen haben. Und diese Welt sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier zwar etwas sandig, aber hier im Zentrum sehr viel Grün und Wald.
Wir haben auch überall Seen, so dass wir beispielsweise hier und hier zumachen könnten und dann auch hier, da drüben, da oben, wo wir größere Landflächen haben. Aber ich denke, das können wir erreichen. Aber ich denke auch, dass das ein Projekt für die nächste Folge sein wird. Drum lass uns hier mal uns auf diesem Planet niederlassen. Wir sind noch nicht eine Stunde hier und ich möchte das auch gar nicht lange in die Länge zögern, sondern dann praktisch gleich hier in der nächsten Folge weitermachen. Ich habe die Alien-Nester rausgeputzt, aber dann wollen wir nächste Folge schauen, wie wir da außenrum Verteidigung machen können und sicherstellen, dass wir einen recht großen Bereich für uns beanspruchen, wo wir dann ja auch die verschiedenen Felder haben, die wir abbauen können und so auch auf lange Sicht versorgt sind. Also, ich denke, das war's für diese Folge und es gibt definitiv eine weitere, vielleicht zwei oder drei mehr, aber es dürften absehbar viele sein. Also, bis zur nächsten Folge und tschüss!